Der Schwarzwald ist Deutschlands höchstes Mittelgebirge. Er liegt im Südwesten des Landes im Bundesland Baden-Württemberg. Im Kurort Oberwolfach ist das Hotel und Restaurant Hirschen ein beliebtes Ziel für Touristen. Auf der Speisekarte stehen fast nur regionale Spezialitäten. Eberhard Junghans führt den Familienbetrieb bereits in der vierten Generation, gemeinsam mit seiner Frau Renate. Unser Gasthof besteht schon seit 1609. Wir hatten vor wenigen Jahren ein 400-jähriges Jubiläum groß gefeiert. Und wo wir besonders Wert drauf legen hier im Restaurant, ist einfach einen sehr guten Service zu bieten und sehr gute Zutaten zu verwenden in unserer Küche. Seine Produkte bezieht Eberhard Junghans aus der Umgebung. So auch die Kirschen, die wichtigste Zutat für das heutige Euromax-Rezept, die Schwarzwälder Kirschtorte. Der Schwarzwälder Kirsch ist sehr beliebt, die beliebteste Frucht überhaupt, was es gibt. In unserer Region, ne, lässt sich gut verkaufen. Zurück in der Küche. Eberhard Junghans hat alles vorbereitet. Für eine tolle Schwarzwälder Kirschtorte benötigen wir Eier, Mehl, Zucker, natürlich die Kirschen, die wir einlegen, etwas Kakao, Gelatine und das wunderbare Kirschwasser. Das Rezept stammt von seinem Vater. Zunächst müssen die Eier für den Teig getrennt werden. Nachdem das Eiweiß in einer Maschine steif geschlagen wurde, wird es mit dem Eigelb und dem Zucker verrührt. Dann Mehl und Stärke dazugeben. Und zum Schluss den Kakao unter die Masse heben. Den fertigen Teig bei 160 Grad Celsius 20 Minuten lang backen. Währenddessen Gelatine und Kirschwasser erhitzen. Und den fertigen Tortenboden dreimal teilen. Wir werden jetzt die Schwarzwälder Kirschtorte ein bisschen marinieren mit Kirschwasser. Dann die Torte mit eingelegten Sauerkirschen belegen. Und jetzt wird die Gelatine mit dem Kirschwasser zusammen in die Sahne gerührt. Die Sahne-Gelatine-Mischung kommt als oberste Schicht auf die Kirschen. Den letzten Tortenboden drauf und das Ganze mit Sahne umranden und garnieren. Schokoladenspäne sorgen für die typische Verkleidung der kalorienreichen Spezialität, gemeinsam mit einzelnen Kirschen. Damit die Torte auch bei sommerlichen Temperaturen schön frisch bleibt, sollte sie sofort in den Kühlschrank. Im Prinzip ist eine Schwarzwälder Kirschtorte der schnellste Kuchen der Welt, würde ich sagen. Man muss nur den Kniff etwas draußen haben. Das Problem ist eigentlich, das Kirschwasser mit der Gelatine auf den richtigen Punkt in die Sahne zu bekommen, damit die Sahne nicht gerinnt. So, unsere hausgemachte Schwarzwälder Kirschtorte. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit. Dankeschön. Gegessen wird sie als Dessert oder zum Nachmittagskaffee. Die Schwarzwälder Kirschtorte. Ein Rezept mit Tradition.